Ja, also schönen Abend. Ich übertrete ganz bewusst die gelbe Linie nicht, weil ich bin hier nur als Messenger hier sozusagen. Und ja, ich wurde sehr kurzfristig darum gebeten, ein paar Worte zum Tod von Armin Medosch zu sagen. Und ich habe das in schriftlicher Form verfasst. Und ich bitte um Verständnis, dass ich das auch in dieser Form vortragen werde. Also wer Armin war und welche Rolle er für die Netzkultur und Politik im In- und Ausland gespielt hat, muss ich hier wahrscheinlich nur wenigen erzählen. Ich selbst durfte ihn leider erst in den letzten beiden Jahren näher kennenlernen. Im Rahmen der von ihm gegründeten Technopolitics-Arbeitsgruppe haben wir gemeinsam an seinem letzten Projekt gearbeitet. Das heißt Tracing Information Society, a Timeline, und ist ein kollaborativer Versuch, die Entwicklung der Informationsgesellschaft über die letzten 100 Jahre in Form einer begehbaren Timeline zu erfassen. Die erste Version davon wurde im Sommer 2016 im Wiener MAG präsentiert. Bei der zweiten Präsentation im Rahmen der Transmediale 2017 im Februar in Berlin konnte Armin dann leider nicht mehr persönlich teilnehmen, weil ihn die erst kurz zuvor entdeckte schwere Erkrankung daran gehindert hat. Wir, die Arbeitsgruppe Technopolitics, haben alle sehr gehofft, dass er sich davon wieder erholt und sind nun endlich traurig darüber, dass er jetzt nicht mehr unter uns ist. Wir werden alles daran setzen, das Projekt in seinem Sinne weiterzuführen. Der Begriff Informationsgesellschaft umschreibt das Hauptthema des Wirkens von Armin Medosch jedenfalls sehr gut, so wie ich denke. Denn soweit dieser Begriff reicht, so vielschichtig sind auch die Facetten seiner Arbeit. Ob als Mitinitiator des Kulturschiffes MS Stubnitz, das seit 1992 noch heute von Hafenstadt zu Hafenstadt fährt, um dann vor Ort individuelles und vor allem unabhängiges Kulturprogramm zu machen. Ob als Mitbegründer von Telepolis, im Jahr 1996 eines der ersten community-orientierten Internetmedien, nach 2000 dann als Kurator der internationalen Medienkunstausstellung in Waves und Fields oder als Autor der Bücher Freie Netze, Geschichte, Politik und Kultur offener WLAN-Netze und New Tendencies, Art at the Threshold of the Information Revolution. In meinen Augen war Armin immer von den Möglichkeiten der grenzenlosen Kommunikation, die für ihn im Kern, so glaube ich, auch der utopische Ausdruck grenzenloser Freiheit war, fasziniert. Diese Faszination wurde aber zunehmend begleitet von dem Bewusstsein über die Schattenseiten der technischen Möglichkeiten, die er in seiner Arbeit entsprechend thematisiert hat. Persönlich habe ich Armin immer als einen hellwachen Geist wahrgenommen, der es verstanden hat, Personen mit unterschiedlichstem Background zusammenzubringen. Als einen Brückenbauer, der mit schier unerschöpflicher Energie und Leidenschaft auch sehr unterschiedliche Positionen dazu motiviert hat, gemeinsam Dinge zu vollbringen. Sein sehr vielseitiges Interesse und seine direkte und äußerst herzliche Art haben ein großes Stück dazu beigetragen, das alles zu ermöglichen. Er wird mir und allen anderen, die ihn kannten, von denen ich weiß, dass sie ihn kannten, sehr fehlen. Meine Gedanken sind bei seinen Freunden, seiner Familie und besonders bei seiner Frau Ina. Das Begräbnis findet, wie man hier auch sehen kann, am Freitag, den 10.03.2017 um 15 Uhr am Friedhof Baumgarten, Waidhausenstraße 52, 1140 Wien statt. Danke. Ja, vielen Dank.